Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Moment, die Chronik mit Let's Say Anzüglichkeiten und so weiter und so weiter. Und ich weiß gerade gar nicht, wo ich hier stehen geblieben bin. Anscheinend hier nicht. Doch, bin ich. Aber warum sind hier so viele... Naja, nein. Das sind keine wirklichen Hakenkreuze. Ich weiß. Das hat andere Bedeutung. Aber hier kommen wir nicht durch. Da versperrt ein Riesenzahnrad unseren Weg. Und hier kommen wir, denke ich mal, nicht hoch. Nein, das brauche ich gar nicht das ausprobieren. Das ist wahrscheinlich für später gedacht. Zunächst einmal müssen wir aber irgendwie einen Weg finden, um irgendwo weiterzukommen. Das wird hier nicht sein. Ich denke mal, hier waren noch irgendwelche Einkerbungen. Nein, das war hier auch noch nicht. Deswegen gucken wir mal hier rüber. Wir wollen ja schließlich noch was schaffen. In der vorerst letzten Folge, weil ich ja dann in den Urlaub fahre und ich nehme nicht mehr viele Folgen im Voraus auf. Also das ist wirklich so, dass ich einen Tag vor Veröffentlichung erst das Video aufnehme. Also heute ist der Donnerstag, der 17.07. und am 18.07. kommt das raus. Ja, dank der verkleinerten Dateien macht's das möglich, das ratzfatz hochzuladen. Und jetzt sind wir, ihr werdet es kaum glauben, auf der Seite, auf welche wir damals nicht hinkamen, weil wir dort hinten waren. Und jetzt haben wir hier verschiedene Wege, die wir einschlagen können. Ja, ich finde das auch voll Hammer. Genau. Verschiedene Wege, die wir einschlagen können. Ich denke mal nicht, dass wir darüber kommen. Ich wüsste jetzt auch nicht, welchen Sinn das haben sollte. Wir gucken trotzdem mal rüber. Arriba, arriba, wir gucken da rüber. Oder so. Obwohl, doch, das könnte eine Idee sein. Vielleicht war das gar nicht mal so dumm. Also, wir ziehen hier mal dran. Und warten mal ab, was passiert. Okay. Es tut sich ja richtig viel. Habe ich so das Gefühl. So, jetzt habe ich hier irgendwas gezogen. Aber irgendwie hilft das nicht weiter. Und ich weiß nur... Nee, irgendwie hat das jetzt nichts gebracht, oder? Verdammt, warte mal. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wie oft ich daran gezogen habe. Wir sollten vielleicht nur einmal dran ziehen. Das wäre vielleicht hilfreicher. Also, nochmal hier schön rüber. Zack, und dann sind wir hier angelangt. Und deswegen einfach mal hier lang. Ja, genau so sieht es aus. Also, wir ziehen mal hier dran. Einmal. So, und wenn wir jetzt hier einmal dran gezogen haben, gucken wir mal, ob sich hier irgendwas getan hat. Weil irgendeins dieser Ziehseile sorgt dafür, dass wir zum Zoom, genau, zum ersten Secret kommen. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung, was das hier bewirkt. Und man muss sagen, Lara kann schon ganz schön weit springen. Also, vote Lara for Olympic Games oder sowas. Ich meine, sie müsste da ja locker gewinnen. Da könnte sie sogar die Männer besiegen. Ich meine, die Männer wären sowieso alle abgelenkt. Und so weiter. Die hätten dann wahrscheinlich keine Kraft mehr in den beiden Beinen. Hühü. Ja, so kann ich... Also so wird das wohl zumindest sein. Also da bin ich hochgekommen, deswegen muss ich da rüberspringen. Auch wenn ich... Ach so, das waren Hundebellen. Alles klar. Betroffene Hundebellen. Sagt man ja immer so schön. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt hier, wo ich eigentlich hin sollte und wollte. Nämlich... Ach ja, hier gibt's ja auch noch was zum Ziehen. Okay, Lara, zieh mal dran. Okay, das Zahnrad fährt hoch. Es ist aber noch zu niedrig. Deswegen ziehen wir es noch einmal hoch. Es ist immer noch zu niedrig. Deswegen ziehen wir nochmal dran. Und das verschwindet im Boden, dieses Ziehseil. Okay. Die Zahnräder greifen zwar nicht ineinander, aber das ist egal, das ist Tomb Raider. Die haben telepathische Kräfte, müssen nur auf einer Höhe sein. Ja, die anderen waren wir nicht so ganz auf der Höhe, aber egal. Okay, das haben wir soweit. Deswegen denke ich mal, dass wir damit alles andere in Gang setzen. Mit den anderen Hebelgedöns. Oder mit den anderen Ziehseilgedöns.
Wir probieren es ganz einfach aus. Also, springen wir nochmal. Oder springt Lara nochmal auf erotische Art und Weise rüber. Genauso sieht es aus. Dann springen wir hier lang. Und ich freue mich schon auf den Urlaub. Das muss ich so einfach mal gesagt haben. Ich speichere aber lieber nochmal. So. Mit Frühkonserve, Gewürz und Ziegenkäse, Lady, geht's in den Urlaub. Ah. Wir setzen nun alles in Gang. Aha. Okay. Die Mechanik bewegt sich zwar gar nicht mehr, aber egal. Das ist egal. Das ist eine Mechanik mit Verzögerung. Und auf jeden Fall bekommen wir da ein drittes Symbol. Das können wir festhalten. Und irgendwo hat sich jetzt eine Bodenluke geöffnet. Ich weiß dann schon wieder nicht, was Mr. Skywalker damit zu tun hat. Das sieht aus wie eine Bodenluke, oder? Die könnte uns zum ersten Sekret dieses Levels führen. Also, was machen wir da? Wir lassen uns mal runterpurzeln. Ja, das sieht ziemlich hoch aus. Nein, das machen wir nicht. Ich muss einen Weg finden, hier heil runterzukommen. Und wenn ich diesen Weg gefunden habe, nachdem Lara so schön gegangen ist, springen wir erstmal rüber. Okay. Und wenn wir hier rüber sind, müssen wir gucken, wo war denn das? Das war, ach ja, hier um die Ecke, genau. Lara, wir bringen dich nochmal um die Ecke. Okay. Gut. Dann ist ja alles klar. Und da ist nämlich die Leiter. Da sind die Fassungen, an denen man sich festhalten kann. Oder an denen sich Frau festhalten kann. Oh Gott, es wird immer flacher. Ja, Füße hoch, das Niveau kommt tief. Aber hier hat sich eine Bodenluke geöffnet. Ob das jetzt diejenige welche ist, erforschen wir ganz einfach. Also. Hier ist Munition. Schrottmunition. Das ist ganz einfach Schrottmunition. Ah, doch. Ach ja. Wie war das, wenn man Tomb Raider aus dem Jahre 2013 zu 100% durchgespielt hat? Ich will nichts verraten. Kätzchen, das ist nur ein Anreiz für dich, hier in Tomb Raider endlich die 100% zu meistern. Das wollte ich damit sagen. Nein, da gibt's noch einen anderen schönen Insider. Aber egal. Wir speichern erstmal das Spiel. Wir speichern einfach hier. Obwohl, ich habe gerade nicht so doll auf die Taste gehauen. Das kann ich besser. Ich weiß noch, damals im Maschinenschreibenunterricht, wie ich da auf die Enter-Taste gehämmert habe. Da habe ich aber auch von oben ausgeholt. Okay. Wir sind jetzt hier in diesem Raum. Ja. Wir sind jetzt hier in diesem Raum. Diese Einkerbung bringt mir rein gar nichts. Ach so. Ich habe da so eine Befürchtung. Irgendwie so eine ganz kleine Befürchtung, aber... naja, obwohl. Moment. Ich komme hier gerade nicht weiter. Warum komme ich hier nicht weiter? Irgendwas habe ich bestimmt noch übersehen. Wir gucken mal hier entlang. Nein, hier ist aber nichts. Aber ich habe doch schon an allen möglichen Dingen gezogen. Und was habe ich denn im Inventar? Ach so. Man könnte ja auch mal... Weil Lara darauf nicht von allein kam, damals, da habe ich ihr als Kameramann den Tipp gegeben, dass sie jetzt einfach mal das machen sollte, aber nein, das macht sie auch nicht. Okay, Lara, benutze sie jetzt. Okay, gut. Dann haben wir ein anderes Problem. Wir brauchen erstmal das Medipäckchen hier. Ja, was bringt mir das denn jetzt? Ich habe jetzt hier ein Medipäckchen. Und ich habe hier den Weg freigelegt. Es gab doch nirgendwo einen anderen Weg, den ich machen konnte. Und yay, im Hintergrund werden die Glocken geläutet. Wie man auch das immer verstehen mag. Auf jeden Fall... ja, haben wir viel zu viel Munition, die ich eh nicht brauche. Deswegen speichern. Muss ich hier vielleicht was mit den
Revolver machen. Kann das sein? Muss ich den hier irgendwie anschießen? Moment, das probieren wir aus. Dann equippen wir mal den guten Revolver. Okay. Ist das vielleicht solch Mechanik? Nein. Okay. Kann ich ihn entwaffnen? Nein, das geht auch nicht. Kann ich ihn... Nein, okay. Die rechte Hand ist ja eh schon beschäftigt, deswegen kann er sie nicht missbrauchen. Okay. Naja gut, er hat ja noch die linke Hand frei, deswegen wollte ich ihm die abschießen. Aber irgendwas muss es hier drinnen geben. Moment, vielleicht... Vielleicht. Habe ich ja nur noch was übersehen. Lara macht jetzt mal eine sexy Rolle, genau. Aber schön über die Schulter abgerollt, das hat sie gut gemacht. Da hat sie einiges schon gelernt von mir in sehr kurzer Zeit. Aber nein, hier runter kam ich ja auch nicht. Schön, ich habe jetzt ein Secret. Ich habe jetzt etwas, wo ich nicht lang gehen kann. Und ich kann da das aber nicht rausnehmen. Warum nicht? Warum kann ich das da nicht rausnehmen? Weil es öffnet sich ja auch keine Tür. Und diese Tür brauche ich ja auch noch. Und überhaupt. Oberhaupt. Nee. Also hier war ich ja auch schon. Das war das erste Sekret. Ich habe eine Brechstange, die mir nichts nützt. Ich habe einen Gang, den ich entlang gehen kann. Ach so. Vielleicht wäre das ja auch mal eine gute Idee, hier lang zu gucken. Ja. Das ist aber auch fies versteckt, Leute. Das ist wirklich sehr fies versteckt hier. So. Mal gucken. Ah. Ah. Na, so wird doch ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus. Ah, okay. Also, Lara. Done. Was? Panik! Panik! Hilfe! Geht weg! Nein! Hilfe! Geht hier weg! Ihr kommt hier nicht hoch, oder? Können euch die Knatterpengs abknattern? Nein! Können sie nicht! Hilfe! Nein! Lara! Okay, ich weiß, was ich für einen Fehler gemacht habe. Aber jetzt weiß ich auch, warum die Medipacks da sind. Warum mögen die nicht verschwinden? Möge das Verschwinden mit euch sein. Okay, ich kann jetzt... Ah, aha. Okay, ich musste leider die epische Sequenz abbrechen. Also, ich musste hier blitzschnell beim Geschehen wieder von Lara sein. Ah, aha. Ich komme jetzt nämlich hier lang. Okay, dann bin ich nämlich wieder hier am Anfang. Am anfänglichen Anfang oder so. Dann komme ich aber immer noch nicht hier hin. Ich habe ja schon gesagt, dass das für das Levelende reserviert ist. Aber ich komme jetzt hier weiter. Was ein Grund ist, abzuspeichern. Oh, ich muss da noch doller draufhauen auf die Enter-Taste. Das war noch nicht doll genug. Ihr wisst ja, je oller, desto doller. Und ich bin schon 27. Das ist ein olles Alter. Also zum Aufnahmezeitpunkt. Es kann ja sein, dass es irgendwelche gibt, die das viel später sehen. Aber zum Zeitpunkt dessen bin ich halt so alt. Aber wir kommen dem zweiten Sekret immer näher. Aber zunächst einmal wollen wir das hier aufsammeln. So. Und da das kurz vorm Urlaub ist, grüße ich Ziegenkäse-Lady, Fröken Sergevna, die Cupcake-Katze, die Elvi Henze, welche auch schon sehr lange bei mir dabei ist, und der Donut, der hat auch schon fleißig kommentiert. Deswegen, ja, bitteschön dafür, dass ich dich da auch erwähnt habe, weil du dich ja schon im letzten Part bedankt hast. Und die anderen, die mich auch so unterstützen, dass sie halt, ja, meine Videos gucken. Das auf jeden Fall, das muss man ja auch mal gesagt haben. Da ist das letzte Teil. Und wir kommen... Naja, doch, wir kommen vielleicht noch an eine Stelle. Ach doch, wir kommen an eine Stelle, an der ich damals verzweifelt bin. Also,
Das ist nachher des zweiten Sekretes. Jesus Maria, hab ich mich erschrocken. So, pass auf, das ist ein... Oh, Lara ist so feucht heute. Lara, warum bist du heute so feucht? Ich meine, habe ich denn schon was angestellt? Und, hier liegt Revolvermunition. Was könnte das bedeuten? Genau, ich muss mit der nicht vorhandenen Uzi was erledigen. Nein, das ist eine ganz fiese Stelle, die habe ich noch von damals in Erinnerung. Pass auf, da muss man sich jetzt... Obwohl nein, passt auf. Ich zeige euch mal, was passiert. Genau das passiert. Genau das passiert, wenn man da nicht weggeht. Das wollte ich euch halt nur zu Demonstrationszwecken zeigen. So, ich weiß nur nicht. Oh, okay. Er ist uns schon zugewandt. Deswegen, jetzt muss man hier aufpassen. Man muss, das ist ein Stellungsspielchen. Nein, Lara, nicht das, was wir dann mal später gemacht haben. Das ist eine andere Art Stellungsspiel. Das, als wir noch nicht so wirklich zusammen waren. Okay. Das ist eine ganz fiese Sache hier. Also ich glaube, ich stehe auch schon ein bisschen falsch. Aber das kriege ich in diesem Part noch hin. Nee, das ist auch noch nicht richtig. Deswegen drehen wir Lara nochmal ein kleines Stück. Okay, das könnte was werden. So, Auge Nummer 1 ist weg. Könntest du mal ruhig bleiben? Ja, okay. Das ist schwierig. Der dreht jetzt wahrscheinlich mit seinem Kopf hier etliche Runden. Ich krieg das hin. Ja, da wirst du nicht viel treffen. Ich bin hier. So, könntest du jetzt bitte wieder dich uns zudrehen? Ach! Verdammt. Das ist ja fies. Nein! Ich habe schon wieder viel zu viele Schuss verschwendet, aber egal. Das muss so sein. Könnt ihr auch mal still bleiben? Das wäre ganz nett. Das wäre wirklich ganz liebenswürdig, wenn du das hinbekämest. Oh, das darf da jetzt nicht wahr sein. Also ich meine, der zuckt ja schlimmer mit seinem Kopf als ich. Und das passiert bei mir aufgrund des Taktmusses manchmal. Ich gehe mal lieber wieder weg. Okay. Okay, er hat mich doch noch erwischt. Ach verdammt, der Part ist bald zu Ende, aber ich wollte doch noch das zweite Sekret haben. Also ihr seht schon, das ist tödlich, ja. So, Lara, so feucht fröhlich, ja. Es gab noch eine ganz spezielle Stellung hier. Nichts Falsches denken, bitte. Es gab eine ganz spezielle Position, da musste man sich rantasten. Also ich weiß, so ging das mit diesem einen Auge. So, passt auf. Auge Nummer 1 ist down. I repeat, Auge Nummer 1 ist down. Deswegen, speichern wir das Ganze mal. Okay, er dreht noch nicht am Rad. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen vor. Ein Stück hier hin. Und dann wieder zurück. Kann ich hier schon das zweite Auge treffen? Also, warte mal. Das könnte funktionieren. Das probiere ich mal aus. Aber nein, das klappt nicht so ganz. So, bin ich jetzt besser? Nein. Eine kleine Drehung bitte. Okay, das könnte gut aussehen. Nein, das tut's aber nicht. So. Nee, das ist auch noch nicht richtig. Okay, dann drehen wir uns mal ein bisschen. Nein, ich habe gesagt, wir drehen uns. Dabei sollte ich natürlich die Taste mal loslassen. So. Das ist auch noch nicht so ganz optimopti. Deswegen drehen wir uns nochmal. Und gucken mal, wie es jetzt aussieht. Er dürfte uns rein theoretisch nicht treffen, okay.
Okay. Ha! Habt ihr das gesehen? Okay, habt ihr das gesehen? Das war doch mal episch. Okay, wir wechseln die Waffe. Wir wechseln die Waffe. Und mit diesem epischen Moment... Ja genau, mit diesem epischen Moment... Muss ich aber auch schon Schluss machen, da die 20 Minuten schon überschritten sind. Deswegen hoffe ich, euch hat dieser Part gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich, mit dem nächsten Secret, im nächsten Part, nach meinem Urlaub, also ab dem 4. August sieht man sich, ab dem 4. August sieht man sich.